Ja, herzlich willkommen alle miteinander zu Live im Stream. Das ist eine Dauerwerbesendung heute Abend, denn wir machen ein bisschen Reklame für die Magdeburger freie Kulturszene und für die Spendenkampagne Gemeinsam für Magdeburg. Und wen hätten wir uns Besseres einladen können als den großartigen Enrico Schäffler? Und wir fangen erstmal an mit ein bisschen Musik, würde ich sagen, damit wir uns so ein bisschen auf den Abend einstimmen. Wir haben eine Stunde miteinander und ich wünsche uns allen einen wunderbaren Abend. Und jetzt kommt Enrico Schäffler mit einem unglaublich guten Song. Viel Spaß. Wer friert uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, dass es das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit. Auf diese Zeit, ein Hoch auf uns, uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns, uns, auf jetzt und ewig, auf einen Tag, Unendlichkeit. Wir haben Flügel, schwören uns ewige Treue, vergeuden uns diesen Tag. One Love, ein Leben lang ohne Reue, vom ersten Schritt bis ins Grab. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, dass es das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit. Auf diese Zeit, ein Hoch auf uns, uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns, uns, auf jetzt und ewig, auf einen Tag, Unendlichkeit. Wunderbar. Warte mal, hört man das Mikrofon? Hört man mich eigentlich noch, wenn ich das Mikrofon so halte? Stimmt, ja. Ich kann es dir halten. Ich wusste gar nicht, dass das Song von dir ist. Welcher Song ist von mir? Ein Hoch auf uns? Oder ist es, von wem ist es? Kennst du nicht Andreas Burani? Nee, klar. Ja. Ich wollte ja einen kleinen Schabernack machen am Anfang. Ging daneben. wie geht's dir denn so, Enrico? Ach, also jetzt, wo die Flasche noch zu ist, geht's mir eigentlich ganz gut. Wo die noch zu ist. Wo die noch zu ist. Ich hoffe, das wird sich jetzt gleich nicht ändern. Ja. Naja, wir sind hier in der Champagnerie und deswegen dachte ich mir, ich erkläre dir mal so ein bisschen das Konzept des Abends. Das ist eigentlich ein wirklich sehr angenehmer Abend ohne Programm. Wir haben nie geprobt miteinander. Wir kennen uns auch gar nicht. Wir haben uns auch noch nie getroffen. Wir haben vorhin das erste Mal auf der Straße. Genau, richtig. Ja. Und wir lernen uns jetzt ein bisschen kennen und ihr uns auch vielleicht, wenn ihr Lust habt. Und nebenbei probieren wir mal diesen leckeren Cava. Der kommt aus Barcelona. Freunde von uns produzieren den und wir trinken den schon etliche Jahre und uns schmeckt er immer noch. Prost, ja, auf dich. Prost. Ja. Mario Urbach ist auch bei uns. Spielt Klavier, redet aber nicht. Das heißt, und trinkt auch nicht. Der kriegt nur Kaffee heute. Genau, deswegen bleibt das so zwischen uns. Wie ist denn so die Zeit? Ich meine, wir machen ja alle so viele Streams so, aber uns fehlt so ein bisschen das Publikum, habe ich so den Eindruck. Wie ist es bei dir? Fehlt dir das Publikum oder bist du ganz zufrieden ohne Publikum? Nein, Publikum fehlt mir natürlich sehr. Und ich fiebere dem Tag entgegen, wenn wir endlich mal wieder anfangen dürfen und uns auch vor Live-Publikum stellen dürfen. Weil wir haben ja jetzt auch Publikum quasi, nur wir kriegen nichts davon mit. Wir sehen das ja erst im Nachhinein. Aber dieses Live-Erlebnis, das fehlt mir auf alle Fälle sehr. Und vor allem natürlich, wie die Gäste dann direkt vor uns sitzen. Ja.
Also ihr fehlt uns wirklich und vielleicht geht es euch ähnlich und ihr habt Sehnsucht nach guter Musik, nach Theater, nach guter Unterhaltung. Und wenn ihr möchtet, dass nach der Krise, nach Corona, die freie Szene immer noch so quicklebendig ist, wie sie vor der Krise war, dann habt ihr die Möglichkeit, euch jetzt aktiv zu beteiligen an der Spendenkampagne Gemeinsam für Magdeburg, denn wir sammeln sozusagen Geld für all jene, die auf Einkommen verzichten müssen. Diese Werbeschleife, die mache ich jetzt ein paar Mal. Ich finde es aber auch nötig, weil es ist auch echt eine harte Zeit für all jene, die jetzt sozusagen, wie viele Veranstaltungen hast du abgesagt? Ich glaube, man kann es ja gar nicht oft genug sagen, wofür wir jetzt hier heute das Ganze machen. Also diese Werbeschleife, du kannst auch gern im Lied, wenn wir dann gleich wieder was machen dürfen, kannst du auch gern kurz hochzeigen, dann stoppen wir und dann kannst du das auch nochmal quasi tonal einbringen. Mach ich. Ich weiß das gar nicht. Also ich glaube, es geht ja bei mir bis 2021 mittlerweile mit den abgesagten Terminen, weil da eine größere Theaterproduktion mit dran hing. Ich glaube, es sind tatsächlich so um die 70 Termine, die mir jetzt schon flöten gegangen sind. 70 Termine, 70, das ist unglaublich, ja. Wahnsinn. Also das hätte ich auch nie gedacht. Das heißt aber im Umkehrschluss, man macht doch ganz schön viel so das ganze Jahr über, oder? Ja, wäre gut gelaufen, ja. Wäre eine schöne Zeit gewesen. Schade. Theater, weiß ich, machst du. Du bist musikalischer Leiter des Theaters in der Grünen Zitadelle. Jawohl. Da macht ihr etliche Produktionen und viele, also vielfältige Sachen. Ihr macht Märchen, habe ich gesehen. Ihr macht Comedy-Programme. Ihr macht Musicals. Kabarettprogramme haben wir auch. Wir haben Lesungen, Konzerte. Also die ganze Boulevardbandbreite, die haben wir dort. Und du singst, du machst ein Udo Jürgens-Programm, habe ich gesehen. Habe ich mal reingeklickt. Genau, Udo Jürgens Musical. Das sind so die Sachen, wo ich mich wohlfühle. Im Schlagerbereich oder bei den Chansons. Ja, Musical, das ist so meins. Lass mal was hören. Was denn du kannst es dir jetzt aussuchen. Also ich wäre ja jetzt für ein bisschen was Swingigeres oder ein bisschen was Peppigeres. Was ist dir lieber? Was wollt ihr denn haben? Ach so, ja. Ich glaube, die wollen was Swingigeres, haben sie gesagt. Was Swingigeres? Okay, dann wechsle ich jetzt mal die Mikrofone. Ich habe heute zwei bekommen. Eins zum Sprechen und eins zum Singen. Aber warum eigentlich? Weil ich es kann. Ach so, okay. Achso, super. Können wir den ganzen Abend so weitermachen, Mario? Und der Haifisch, der hat Zähne. Und die trägt er wo? Im Gesicht, aber fast. Und McKeith, der hat ein Messer. Doch das Messer sieht man nicht. Ach, es sind des Haifischs Flossen. Rot, wenn dieser Blut vergießt. Mackie Messer, der trägt nen Handschuh. Drauf man keine Untat liest. An einem schönen blauen Sonntag lag ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann. Und sein Geld hat Mackie Messer, dem man nichts, aber auch nichts beweisen kann. Jenny Tauler ward gefunden mit einem Messer in der Brust und am Kai geht Mackie Messer, der von alledem nichts gewusst. Und die minderjährige Witwe, deren Namen hier jeder weiß, die wachte auf und ward geschändet.
Sie wachte auf und ward geschändet. Becky, welches? Welches war dein Preis? Und das große Feuer in Solo. 7 Kinder und ein Greis in der Menge. Mackie Messer, der von alledem wieder mal nichts weiß. Und die einen stehen im Dunkeln und die anderen, die stehen im Licht. Und man sieht nur die im Licht stehen, die im Dunkeln, die sieht man nicht. Du hast, du bist 29, hast vor 10 Jahren angefangen, Musik zu machen oder zumindest das nur zu machen. Da warst du 19. Was haben deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, Mama, Papa, ich werde hauptberuflich Musiker, Entertainer, Schauspieler? Die waren begeistert, oder? Ich muss dir sagen, die waren begeistert. Die fanden das gut, dass ich den Weg einschlagen möchte, weil ich es eben schon vorher über die Jahre, auch in der Schulzeit, schon auf diesen Weg hingearbeitet habe. Und dann wirklich diesen Weg auch letztendlich zu wählen, das, also meine Mutter, muss ich sagen, hat mich da immer unterstützt, schon die ganzen Jahre. Und mein Vater aber auch, wenn es dann mal darum ging, mich abends irgendwo von der Veranstaltung abzuholen, als ich noch nicht selber fahren durfte, da waren die beiden immer dabei und haben mich da unterstützt. Aber, das muss ich auch dazu sagen, sie sind jetzt keine Helikoptereltern gewesen, die mich dahin gedrängt haben, die mich zum Musikunterricht geschleppt haben oder die sonst irgendwas verlangt haben, sondern haben mich einfach machen lassen. Ja. Und gesagt, mach das, und wenn wir dir helfen können, dann sind wir da. Kannst du dich an deinen ersten Auftritt erinnern? Ja. Und? Also jetzt professionell im Auftritt oder nicht so professionell Auftritt? Was war denn der nicht professionelle Auftritt? Der ist ja im Kindergarten. Im Kindergarten? Ich war der Junge, der ich hatte das Buch vom Struwwelpeter, ja, und die CD dazu. Und hab mir die CD. Ach so, du bist ja noch so jung, ja. Hab mir die CD quasi ganz oft angehört, bis ich es auswendig konnte. Und hab mich dann vor die anderen Kinder gestellt und hab ihnen quasi aus dem Buch vorgelesen, was ich ja eigentlich noch gar nicht konnte. Aber ich konnte den Struwwelpeter quasi vortragen. Und wie geht's dir jetzt? Fehlt dir die Bühne? Also mir geht es so, also ganz ohne, ist auch schon, auch doof so. Ne? Auch doof. Auch? Ja, auch doof. Auch doof. Wir sind ja hier im offenen Kanal in Magdeburg, ne? Magdeburg. Ja, klar, auf jeden Fall. Also die Bühne fehlt. Die hat schon an dem Tag gefehlt, wo die ersten Absagen kamen, wo ich eben wusste, okay, jetzt wird es quasi ernst, was da auf uns zukommt. Und es war am 14. März, hatten wir unsere letzte Veranstaltung, es war eine Hochzeit, die wir begleitet haben, die Trauung. Und das sind ja jetzt dann ganze 2 Monate, die wir jetzt schon nicht mehr auf einer Bühne stehen oder die ich jetzt nicht mehr auf einer Bühne stand. Und das muss ich sagen, das ist auch der längste Zeitraum in diesen 10 Jahren Selbstständigkeit. Ja, das tut schon weh. Und liebes Publikum, wenn Sie das Gefühl nicht kennen, dass Ihnen die Arbeit fehlt, dann sind Sie wahrscheinlich im öffentlichen Dienst oder, weiß nicht, nein, ich möchte Sie überhaupt nicht beleidigen, ganz und gar nicht. Aber es gibt ja Menschen, die haben sichere Einkommen zurzeit und das kommt jeden Monat wieder sozusagen neu. Und wenn Sie das Gefühl haben, so 10 Euro, 20 Euro stört Sie nicht unbedingt im Monat, dann können Sie, wenn Sie Lust haben, mal auf diese Webseite gehen, 99 Funken. Unser Kameramann guckt mal da drauf, genau. Und klicken Sie sich mal durch diese Webseite. Da können Sie diese 10 Euro loswerden und tun noch was Gutes. Und Sie können mal probieren, ob es wirklich funktioniert. Wenn es funktioniert, machen Sie es nochmal. Das kann man beliebig oft wiederholen. Hast du eigentlich schon erwähnt, dass es diese Website gibt, diese 99 Funken? Ja, gerade eben. Du hörst hast du schon gemacht? Ah, okay. Ja. Nee, aber du kannst immer nochmal nachfragen, auf jeden Fall. Aber es ist so, ne? Man macht das, was man macht, eigentlich unheimlich gerne. Man geht halt gerne auf die Bühne, man unterhält gerne Menschen. Ich habe es auf deiner Website auch gelesen, dass du echt Spaß daran hast, Menschen zu unterhalten. Ja, das ist ja auch in meinen Augen ein Beruf, den man jetzt nicht einfach machen kann, weil man ihn machen muss,
sondern den man auch machen will. Also ich brenne auch dafür, auf einer Bühne zu stehen und wirklich die Gäste, die dann vor mir sitzen, stehen, was auch immer, auch wirklich zu unterhalten. Mit irgendeiner Geschichte zu unterhalten, ob es jetzt im Musical ist oder tatsächlich über so einen Konzertabend sie zu unterhalten und ja einfach mit ihnen oder ihnen zu helfen, auch mal ihren Alltag zu vergessen. Das ist so der Plan. Aber wie du schon sagtest, war es jetzt lange nicht so weit und darum habe ich mir auch ein paar Hilfen heute hier hingelegt, weil sonst würde ich man wahrscheinlich vergisst auch ja auch nicht ganz schnell, genau, ja, wenn man sozusagen ja raus ist aus der Übung, vergisst man ja auch das was. Das ist ganz ja schlimm, ich sag's dir, und darum musste ich mir ein bisschen Unterstützung hier hinlegen. Aber man sieht es dir gar nicht an, dass du gar nicht sozusagen über dem Text stehst. Es sieht schon so aus, als ob du den richtig gut kannst. Ich trinke noch zwei, drei von deinen Gläsern hier, dann wird sich das bestimmt ach, anders. Das. Was hören wir jetzt? Ja, einen schönen, nee, jetzt überlege ich gerade, jetzt nicht Tim Bensko, bin ich dann doof. Mark Forster. Einen schönen Mark Forster-Titel. Mein Fast-Nachbar. Dein Fast-Nachbar? So ein bisschen. Ich glaube, Mark Forster, ich sehe den ab und zu mal bei mir in der Straße. Ist ja ein Ding. Und Lena, ist die auch mit dabei? Die habe ich noch nicht gesehen. Ja. Mark, wo ist denn die? Wo ist sie denn? Ja, egal was kommt, es wird gut. Sowieso. Viel Spaß. Stranges kleines Leben verläuft auf Seitenwegen. Ich such die Mitte, doch mein Glück liegt meist daneben. So selten Flugrakete, bin mehr so Zugverspätung. Doch die Ernte kommt, immer man ist es gut gesät. Und ich hab kein Stress mit Warten, geh auch durch schlechte Phasen. Ich bin geduldig und nehme zum Schluss die besten Karten. Und fällt der Jenga-Turm, egal, gib mir Verlängerung. Halt neuer Plan dann, denn Leben heißt Veränderung. Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Immer geht eine neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut, sowieso. Verrückte, bunte Reise, mal Tinnitus und mal leise. Der Beat selbst wächst vom Steuerrad rumgereise. So selten fitte Planung, bin mehr so dritte Mahnung. Doch immer sicher im Gemetzel dank der schicken Tarnung. Ich schätze Wegbegleiter, auch wenn alles seine Zeit hat. Mal 11 Freunde, dann noch One and One Karate Fighter. Und steigt der Sendeturm, bleibt immer die Erinnerung. Halt neuer Plan, dann den Blick nach vorn, Stück Linderung. Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Immer geht eine neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut, sowieso. Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Und immer geht eine neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut, sowieso. Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Und immer geht eine neue Tür auf irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut, sowieso. Hey, Enrico Schäffler und Mario Urbach. Wunderbar. Applaus kommt sozusagen in Gedanken von uns allen. Man sieht es hier an, dass du richtig Spaß hast, wenn du Musik machst. Ja. Wie ist denn das? Was machst du lieber? Machst du sozusagen Musik gerne sozusagen in kleinen Bühnen mit einer Begleitung, mit einem Klavier oder mit großer Band? Was fällt dir leicht oder was machst du lieber? Die Mischung macht's. Also ich habe immer ein ganz gutes Beispiel. Ich habe mal so einen Tag gehabt, an dem ich 5 verschiedene Veranstaltungen hatte. Das war wirklich 5. 5. Das war wirklich total interessant. Wir hatten vormittags 2 Hochzeiten, die wir begleitet haben, 2 Trauungen. Dann am Nachmittag, ich weiß gar nicht, was war es denn, am Nachmittag war es quasi eine Art Stadtfest. Eine ganz andere Area, ganz mit den Leuten auch ganz andere Leute. Dann am frühen Abend war es eine Feierlichkeit und dann am späten Abend war es nochmal ein Comedy-Programm. So, und da hatte ich wirklich erst den intimen Bereich bei der Hochzeit, dann das große Stadtfest und dann wurde es halt wieder ein bisschen kleiner und einen Tag später hatten wir im Bergtheater in Thale irgendeine Veranstaltung. So, und das, da habe ich für mich persönlich gemerkt, die Mischung, die macht's. Also ich mag es tatsächlich in diesem intimen Rahmen, wenn man so 30, 40 Gäste hat, die ganz nah sitzen und der Veranstaltung folgen. Aber wenn ich mich jetzt an die Walpurgisnacht in Thale erinnere, wo da 10.000 Leute auf dem Platz stehen, das ist natürlich auch geil. Ja. Aber es ist ganz anders, oder? Das ist ein ganz anderes
ja, arbeiten oder agieren auf einer Bühne. Ich finde so, bei großem Publikum, hier ist es ja auch so schön klein und intim, aber bei großem Publikum die Latenz, auch das Applaudieren, das ist natürlich irgendwie, braucht Zeit, finde ich, oder? Also ja, geht mir immer so, ich bin immer überrascht, wie der Applaus auf einer Bühne wirkt. Krass. Vor allem heute, ja, wie der Applaus heute hier wirkt, ja, in diesem intimen Bereich. Wir stellen es dir natürlich vor, ja, das ist natürlich... Nein, das ist tatsächlich... Na klar, ganz anders. Gerade auch in so einem kleinen Rahmen, da gibt es auch gern mal, da kann man auch besser aufs Publikum eingehen, mal auf einen Kommentar eingehen, wenn einer von 30 sich traut, mal was zu sagen. Aber wenn du da auf der großen Bühne bist und hast diese vielen Leute, das ist natürlich, klar, was ganz anderes. Und in einem Theaterstück ist es nochmal was anderes als bei einer Moderation. Weil da kannst du ja aus deiner, sollst du ja gar nicht aus deiner Rolle ausbrechen, da kannst du ja nicht auf das eingehen, was da kommt. Was jetzt bei einer Moderation, ja klar, da geht man natürlich gerne mal auf irgendwas ein. Aber ein Stück ist ein Stück, da darf man eigentlich muss man wirklich diesen imaginären Vorhang zum Publikum quasi fallen lassen und sich ganz auf seine Bühnenpartner konzentrieren. Und die Königsdisziplin ist Kindertheater wahrscheinlich. Das ist nochmal eine ganz andere Kiste. Oder? Ich meine. Ja, das ist nochmal. Das ist aber, also die Kinder reagieren ja nochmal ganz anders. Wenn wir bei uns hier in der Grünzitadelle unser Weihnachtsmärchen produzieren, haben wir erst immer eine interne Premiere mit Freunden und geladenen Gästen und dem Hausensemble und wer da alles dabei ist. Und dann ist das unsere erste Premiere, unsere Vorstellung. Und dann ist aber die große Premiere eigentlich, wenn das erste Mal 200 Kinder da im Saal sitzen. Und wie reagieren die? Die reagieren an ganz anderen Stellen als die Erwachsenen. Die lachen über ganz andere Sachen. Und das ist das Gute bei uns, dass unser künstlerischer Leiter, Wolfgang David Sebastian, dass der eben auch Witze für die Erwachsenen einbaut. Dass der eben natürlich für die Kinder das Stück erstmal schreibt, dieses Märchen, aber immer an bestimmten Stellen auch was hat, was nur die Erwachsenen verstehen und wo die dann auch ihren, also zusätzlich zum Rest des Spaßes, den sie sowieso haben, natürlich auch da noch ganz speziell ihren Spaß haben. Und du hast gesagt, eben gerade, als wir uns so ein bisschen unterhalten haben, als die Kameras noch aus waren, man muss das Publikum ernst nehmen, das ist ja klar, aber vor allem auch die Kinder ernst nehmen. Genau, das ist seine Devise, die hat er gleich am Anfang zu uns allen gesagt, als wir das erste Stück auf die Bühne gebracht haben, hat er gesagt, aber es ist ganz wichtig, dass wir die Kinder ernst nehmen, dass wir eben dieses Stück so schreiben, als würden wir es für Erwachsene schreiben, dass wir eben nicht die Kinder verniedlichen und sie für in Anführungsstrichen dumm verkaufen, sondern wirklich, wir spielen das Stück und wir schreiben das Stück so, als würden wir es für Erwachsene spielen. Und das hat sich in den letzten Jahren bewährt. Ja, ich finde auch, das Publikum sollte möglichst gut respektiert werden. Das vergisst man manchmal. Manchmal hat man so, wenn man anfängt auf der Bühne so ein bisschen zu agieren oder zu arbeiten, hat man zu viel mit sich selbst zu tun. Ja, oder aber auch ganz viel. Hat man auch gar keine Zeit fürs Publikum. Und es kommt dann. Man übt auf einer Bühne und irgendwann hat man irgendwie, wenn man gut genug geübt hat, dann irgendwie einen guten Draht zum Publikum. Das finde ich immer super, ja. Ich weiß noch, meine ersten Moderationen damals in der Musikschule habe ich die Abschlusskonzerte moderiert. Da waren die Texte vorgeschrieben. Ja. Da habe ich jedes Wort, wo ich wusste genau, was ich wann zu sagen habe und habe mich da gar nicht abbringen lassen. Das war wirklich so dieses Scheuklappen davor und wirklich hier dein Text. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt freuen wir uns auf ein Musikstück von Mario Urbach, der uns, wie auch im letzten Jahr schon, für Elise spielen wird. Bitteschön. Und dann ging das natürlich los. Aber er spielt gar nicht für Elise, sondern er spielt was? Er spielt, für Frauen ist das kein Problem. Na dann, viel Spaß. Für Männer vielleicht doch, man weiß es nicht. Hm? Ich musste erst die Mikrofone wechseln, du hetzt mich heute so. Ein Mann braucht einen Plan, damit fängt es an. Doch will man es genau, dann fragt man eine Frau. Sie wissen, wo die Schlüssel liegen, wo sie günstig Schuhe kriegen, haben immer Überraschungen im Schrank. Sind Chefin beim Sozialgericht, kennen ihr Idealgewicht, obwohl sie immer frieren, sind sie kaum krank. Geld überweisen, Kühlschrank enteisen, Aktien verkaufen, Marathon laufen, zeitgleich verschicken sie eine Mail. Taxis ranwinken, im Dunkeln schminken, promovieren, kurz die Nerven verlieren, das alles können sie parallel. Für Frauen ist das kein Problem. So was machen sie mit links. Im Sitzen, Liegen oder Stehen meistens gelingt. Wenn ich's doch sage, für Frauen ist das kein Problem. Geheimnisse kriegen sie raus. Für alles haben sie eine Creme und sehen immer gut aus. Gar keine Frage.
Sie schwingen Reden im Parlament, reiten durch den Orient und leiten eine Raumstation im All. Zähmen Tiger, werfen Messer, wissen immer alles besser, holen im Frauenfußball den Pokal. Schlaflied singen, Fallschirm springen, Gewichte heben, Pflaster kleben in Turnschuhen oder auf Plateau. Männer verführen, bestellen und stornieren, tanzen nachts, bis es kracht und morgens sowieso Bauch, Beine, Po. Für Frauen ist das kein Problem, sowas machen sie mit links. Im Sitzen, Liegen oder Stehen, meistens gelingt's. Wenn ich's doch sage, für Frauen ist das kein Problem. Geheimnisse kriegen sie raus. Für alles haben sie eine Creme und sehen immer gut aus. Gar keine Frage. Für Frauen ist das kein Problem, sowas machen sie mit links. Im Sitzen, Liegen oder Stehen meistens gelingt's. Gar keine Frage, für Frauen ist das kein Problem. Geheimnisse kriegen sie raus. Für alles haben sie eine Creme und sehen immer gut aus. Wenn ich's doch sage. Hey, wunderbar, willkommen zurück. Wir haben da auch Spaß dran. Wirklich. Ja, das ist schön. Manchmal ist es so, dass man wirklich so Lieder hat, wo man denkt, oh. Aber gerade heute, wo wir uns selber die Lieder aussuchen dürfen, suchen wir uns natürlich die aus, wo wir auch Spaß haben. Ach so, hast du auch Songs, die du überhaupt nicht magst, ja? Und trotzdem singst? Ja. Mhm. Was denn? Verrate ich jetzt. Das soll man die auch nicht ansehen. Ich muss aber tatsächlich überlegen. Also gerade, wenn so Wunschtitel kommen, ja, wenn sich jetzt, wir hatten vorhin, ich muss jetzt mal auf Alex zeigen, der hat ja vorhin einen super Wunsch gehabt. Sing Alex doch mal was, ist unser Kameramann unser hinter Kameramann, der Kamera. Er hat vorhin gesagt, sing doch mal was von Tina Turner. Das wäre jetzt so ein Lied, das wäre jetzt so eine Nummer, ein Lied von Tina, wo ich auch keinen Bock drauf hätte. Weißt du? Was hast du denn gegen Tina Turner? Ich habe doch nichts gegen Tina Turner, aber ich muss es ja nicht selber singen. Ah, okay. Ja? Also man muss es auch so ein bisschen entspannt, also man muss es auch glaubhaft rüberbringen, so ein Song oder so eine Geschichte. Mhm. Du erzählst eine Geschichte dabei, fällt mir ein. Wenn ich dich beobachte, sehe ich so ein bisschen, dass du die Geschichte echt erzählst aus dem Song. Ja, ich mag es ja, Geschichten zu erzählen. Und wenn ich da gerade, auch bei den Udo Jürgens Titeln steckt so viel Geschichte drin. Und wenn ich das jetzt auf der Bühne quasi singe oder eigentlich bei jedem anderen Lied auch, möchte ich schon die Geschichte auch mit rüberbringen. Also nicht nur den Text runter singen, ab und zu vielleicht doch mal hinschielen, aber letztendlich die Geschichte auch erzählen. Ja, finde ich ganz wichtig. Also ich finde, nichts ist schlimmer, als die Sachen einfach nur runterzurattern. Was ging mal so richtig schön schief auf der Bühne? Das war einiges. Ja, was denn? Ja, ne Mario. Da kommst du. Achso, wenn es schief ging, dann ist Mario irgendwie Mario mit dabei. Ja. Also, ach, ist schon leer bei dir? Ja, das ist eigenartig. Ich singe ja weniger als du, deswegen habe ich mehr Zeit zum Trinken. Ich habe jetzt einfach mal Mitleid gemacht. Ja, man muss ja gesagt, wir müssen die keine Schleife mehr bekommen. Was? Wir müssen die, ja, das fällt uns nicht einfach, finde ich. Nee, gar nicht. Aber wir strengen uns an, damit wir hier auch nichts wegwerfen. Richtig. Wir sind sehr nachhaltig. Ja. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Ah, ich kann von ablenken. Nee, du kannst mal ablenken. Du bist gern zu dem Thema zurück, was schiefgelaufen ist. Möchtest du das anstoßen? Nee, musst du nicht. Erzähl weiter, komm. Okay. Na gut, dann erzähl ich. Als Statist damals, ich habe am Nordharzer Jiddebund Theater, war ich in der Statisterie. Also Tische auf die Bühne bringen, Stühle schleppen, alles ohne Text, ne? Also nur da sein. Und ich hatte den. Ich dachte, das wären Bühnentechniker, die das machen. Das ja, aber dafür werden Statisten auch gern mal so, genommen, okay. Ja, damit die Bühnentechniker sich nicht auf der Bühne eben zeigen müssen. Und da gab es den Fall, dass es dort... Das ist auch ein stressiger Job, so ein Bühnentechniker, ne? Ich bin übrigens wunderbar im Unterbrechen. Erzähl weiter. Du machst das klasse. Hast du schon übrigens 99punkten.de erwähnt? Nein, habe ich noch nicht. Okay. Auf jeden Fall gab es diese Schubkarre im Vogelhändler, war das, glaube ich. Und da gibt es ja die Christel von der Post. Und die Christel von der Post, die hat in ihrem Lied mich in diese Schubkarre schubsen müssen. So. Und hat das natürlich getan. Ich hatte eine nagelneue Lederhose, die ich im Sturz dann kaputt gemacht habe. So. Dann nächste Vorstellung, es wurde repariert. Sie hat mich geschubst. Ich habe es tatsächlich geschafft, die Hose wieder kaputt zu machen.
Und das ging, glaube ich, 3-mal so. Und beim 4. Mal habe ich sie komplett zerrissen, aus Versehen. Das ist gründlich schief gegangen. Schön. Und dann ja, steht man da so, ja? Lustig. Und dann denkt man sich so, Nee, man liegt ja in der Kiste da, in der Schubkarre. Ach so, okay. Gut, ja, man lag ja drin, nur die Kollegen haben es halt gesehen. Ne? Ich bin ja mit dem Rücken zum Publikum in diese Schubkarre gefallen und die Kollegen hatten den Spaß. Habt doch Spaß hinter der Bühne wahrscheinlich, ne? Oder? Ja, also gerade jetzt hier in einer grünen Zitadelle, da ist es ja auch alles sehr klein und heimelig, auch hinter der Bühne. Ja. Und da haben wir gerade, also das Märchen, was wir, glaube ich, diesmal 40 bis 50 Mal in diesen 3 Wochen gespielt haben, da musst du Spaß hinter der Bühne haben, sonst hältst du es gar nicht mehr aus. 30 Mal? 40 bis 50, ja, das war so. Wahnsinn. Das war aber, hat echt Spaß gemacht. Dann haben wir so kleine Instagram-Videos halt hinter der Bühne gemacht oder uns dann immer damit ein bisschen motiviert, ja. Wir haben sogar auf der Bühne Spaß, was man nicht immer mitbekommt, wenn man sich so Zeichen gibt. Das sieht ja man Mario nicht an, ne? Aber. doch. Ja. Gut, dass er kein Mikrofon hat. Er könnte Geschichten erzählen. Das wir haben ihm ganz bewusst kein Mikrofon gegeben. Ja. Auch aus diesem Grund. Kriegt er nie. Nie. Ja. Darf er nicht bekommen. Er würde nur Quatsch erzählen. Wenn wir aufbauen und so, das ist immer ein Geben und Nehmen hier. Das ist, das muss keiner hören. Eben. Ja. Guckst du? Ja. Möchtest das nächste Lied? Ich möchte auch heute zeigen, dass ich ein sehr hilfsbereiter Mensch bin. Ach. Das ist, ja, es ist mir ganz besonders wichtig und ich habe mir ein Lied von Udo Jürgens ausgesucht, was eben diese Hilfsbereitschaft jetzt bin ich widerspiegelt. Ja? Mehr muss ich da. Nee, mehr sage ich nicht. Sag mal. Eins sage ich noch: Dein Sekt wirkt. Jetzt schon? Ja. Na gut. Ein Mädchen, das weinte sich einst bei mir aus, was es nicht alles so gibt. Sie sei fremd in der Stadt, ohne Freund und Zuhaus, was es nicht alles so gibt. Und vor Einsamkeit wird sie noch trübsinnig werden, wenn auch ich sie nicht tröste, dann wird sie lieber sterben. Oh. Und da hab ich ihr das Leben gerettet, denn ich konnte sie nicht weinen sehen. Ich nahm sie in meine Arme, da war sie nicht mehr allein. Es ist schön, ein guter Mensch zu sein. La 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 la. Ein Mädchen, das las mir ihr Tagebuch vor, was es nicht alles so gibt. Wie ihr Freund sie verließ, der die Treue ihr schwor, was es nicht alles so gibt. Und sie klagte, kein Mensch könnte sie je verstehen. Darum sei sie entschlossen, in die Elbe zu gehen. Oh. Und da hab ich ihr das Leben gerettet, was ihr widerfuhr, das fand ich so gemein. Ich nahm sie in meine Arme, da vergaß sie ihren Freund. Es ist schön, ein guter Mensch zu sein. La 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 la. Eine Geschichte habe ich noch. Eine Ehefrau lud mich mal ein in ihr Haus, was es nicht alles so gibt. Und sie sagte, mein Mann, der geht jeden Tag aus, was es nicht alles so gibt. Er betrüge sie mit einem Mädchen aus Wandsleben. Darum sei sie entschlossen, sich eine Kugel zu geben. Och. Und da hab ich ihr
das Leben gerettet, denn ihr Herzeleid, das rührte mich an. Ich nahm sie mit in mein Bettchen und da verzieh sie ihrem Mann. Liebe Damen, wenn Sie auch mal irgendwie Hilfe brauchen sollten. Ich helfe gern, wo immer ich kann. Aha, er kannte sich besser aus in der Region, als man so denkt, ne? Ich kenne mich besser aus als... Nee, der Songschreiber. Der Song, ja, Udo Jürgens übrigens. Ja, ja, eben, genau. Hast du gewusst, dass es von Udo ist? Ja, ja, hast du gerade gesagt vorher. Er kannte Wandsleben, er kannte die Elbe, ist unglaublich, ja? Ja, kannte, also. Ja, kannte, nein, aber weil du sagtest, warum das bei mir schon so reinschlägt. Das Problem ist natürlich jetzt in dieser Corona-Zeit, dass man ja auch wahnsinnig aufpassen muss, dass man nicht in die Breite geht. Ne? Ja. Und ich löse das so wenig, über Intervallfasten. Ne? Du bist schon der Zweite, der mir das erzählt. Und weißt du, das Problem ist beim Intervallfasten, dass man natürlich weniger isst. In kurzer Zeit. Nee, dass man isst in kurzer Zeit und dadurch isst man ja weniger. Man hat ja nur ein bestimmtes Fenster. Und wenn man dann in diesem bestimmten Fenster auch noch darauf achtet, dass man weniger und was man isst, dann kann das schon mal passieren, dass man quasi auf halbnüchternen Magen so ein Glas. Cava. Es ist Cava. Das ist der spanische Champagner. Das ist doch eher dann. Ne? Wirkt. Ein Kaffee wäre besser gewesen. Ne? Ich wurde letztens angerufen, ich soll nicht im Fernsehen Alkohol trinken. Wirklich? Ja. Ich bin mal auch gespannt. Ich weiß nicht, ob, vielleicht kriege ich auch noch Ärger, wenn die Mutti zuguckt. Das ist alkoholfreier Kava. Der wirkt nur so. Dein Gehirn spielt dir einen Streich. Ach so, du meinst, ich denke nur, es ist Alkohol drin, aber ich merke es gar nicht. Richtig, ja, das kann natürlich sein. So, die Kurve haben wir nochmal gekriegt. Super. Sag mal, wir machen ja jetzt alle so Livestreams. Ne? Man sieht das ja überall. Alle bereiten sich vor auf das neue digitale Zeitalter. Und das Jüdische Museum in Berlin trainiert auch gerade so ein bisschen und bereitet sozusagen Clips vor für die neue Dauerausstellung in Kino-Werbung, Kino-Clips. Und heute wurden die O-Töne aufgenommen, heute Morgen. Und die haben gefragt, wenn das Museum eine Farbe hätte, welche Farbe wäre es? Und ich dachte, die Frage ist ja komisch, aber wenn die Musik eine Farbe wäre, was wäre die für dich? Welche Farbe würdest du wählen? Eieieiei. Komisch, oder? Wenn die Musik, also... Also kommt die man Musik, auf diese Frage, habe ich mir heute Morgen gedacht. Das denke ich mir auch gerade. Welche Farbe? Eigentlich ist die Musik, du kannst du nicht in einer Farbe festlegen. Die ist total bunt. Die Musik ist ein ne? Regenbogen. Die ist einfach bunt, ja genau. Es gibt so viele verschiedene Stilistiken, es gibt so viele verschiedene Emotionen, die du mit Musik erzielen und erreichen kannst. Die kann nicht nur eine Farbe haben. Es geht nicht. Ich habe das jetzt extra deswegen gemacht, weil einige Kollegen da zuschauen von diesem Museum und jetzt laut loslachen. Und wegen der Antwort? Nicht wegen der Antwort, wegen der Frage. Ach so. Und deswegen dachte ich, jetzt kriegen wir auch noch ein paar Selfie-Videos von denen zugeschickt unter den Stream. Sozusagen, das ist die Interaktionsmöglichkeit, die wir heute haben. Normalerweise könnten wir auch die Facebook-Kommentare mitlesen, aber ich wurde gehackt, mein Facebook-Account funktioniert gerade nicht mehr, deswegen funktioniert das nicht leider. Sonst würden wir auch mit euch kommunizieren können. Oh, einige haben die Webcams an. Egal. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Wir steigen uns. Hast du deine Webcam zu Hause abgeklebt, wenn du sie nicht brauchst? Am Laptop? Nein, wieso? Sollte man das tun? Meinst du, es ist sicherer? Für so einen Fall wie jetzt, wie du schon sagst. Wir können ja jetzt quasi auch ins Wohnzimmer Manchmal gucken. Manchmal, ja. Egal. Wir gucken da nicht so genau hin. Ja. Entspannt euch. War ein Spaß. So. Ich finde, du singst so schön, deswegen können wir ruhig weitermachen mit der Musik. Wollen wir bei Udo Jürgens mal bleiben? Ja. Oder wollen wir eher was Ruhigeres haben? Wonach ist dir denn jetzt? Welche Farbe des Regenbogens darf ich dir denn jetzt kredenzen? Ich würde gerne noch eine Geschichte hören wollen. Sind beides Geschichten. Ja? Oder was hältst du davon, wenn wir zusammen was machen? Wenn wir was zusammen machen, das willst du, naja. Wollen wir das, was hältst was du da? Denn? Ja, das ist mir ganz äußerst unangenehm. Pass auf, ich wechsle jetzt mal hier das Mikrofon. Man hört mich ja quasi auch so, nur mit ein bisschen mehr Hall. Ich habe ein kleines Volkslied mitgebracht, was ganz einfach ist, was wir jetzt zusammen singen können. Mario, du weißt welches Lied, was wir zusammen singen können hier. Ne? Dieses Volkslied mit diesem weißen... Na hier, das, was als letztes auf der Liste steht. Ach, Mario. Ja, jetzt weiß er es. Ja. Kennst du das? Keine Ahnung. Ich habe auch auf die Liste geguckt. Genau, ja. Hier steht, Nummer 12 kenne ich. Ja, genau. Ja, genau. Nee, das meine ich nicht, aber ist egal. So, welches denn, ne? Wir versuchen das mal. Na genau, Mario hat es gefunden. Das ganz letzte. Pass auf, wir machen Folgendes. Ich singe dir jetzt das Lied einmal vor
und du singst es dann nach. Mhm. Okay? Mhm. Auf geht's. Ganz einfach. Wir sind die Saunafreunde auf Guss 09. Der erste deutsche Spitzenschwitzverein. Wenn wir in unserer Schwitzeklitsche auf der Glitschepritsche schwitzen, Schwitzeschweiß verspritzen, dabei Zwetschgen, Schnäpschen zwitschern, muss man beschwipste Schwitzer schon mal ein bisschen stützen. Jetzt du. 1, 2, 3. Das werde ich auf keinen Fall tun, aber ich werde diese Zeit nutzen, um Sie etwas auf diese Spendenkampagne aufmerksam zu machen. Gemeinsam für Magdeburg, 99 Funken, da können Sie Ihr Geld loswerden, wenn Sie das möchten. Und es kommt an, wir haben letzte Woche das Sommertheater gerettet vom Theater an der Grünen, von der Grünen, an der Angel, vom Theater an der Angel, tatsächlich, das funktioniert, ja, bestimmt, unbedingt, ja. Und wenn Sie dem Theater an der Grünen Zitadelle direkt helfen möchten, geht das natürlich auch, ohne uns, das geht direkt auf den direkten Weg. Jetzt wieder du. Okay. Jeder, was er kann. Jeder, ne? Was er. Gut, dann habe ich überhaupt eine Chance, dich hier zu überzeugen? So Zeile nicht für bei Zeile? Dem. Zeile, wir versuchen mal noch Zeile für Zeile. Na gut. Also, der eine Refrain. Okay. Wir sind die Saunafreunde auf Guss 0923. Wir sind die Sauna auf Guss 09. Haben Sie auch schon von der Seite 99funken.de gehört? Das kann man besser. Ich hasse auch Karaoke übrigens. Echt? Ja, ich mag das überhaupt nicht. Nee. In Gruppe ist es vielleicht was anderes oder auch nicht? Im Chor habe ich früher mal gesungen, da konnte ich immer mich verstecken. Ach so. Ich habe ja auch mal ein bisschen Musik gemacht. Immer wenn ich mich verspielt habe, habe ich immer meine Gitarristin böse angeguckt. Und alle dachten, die war's. Ja, das hilft immer. Aber hier geht das überhaupt nicht, weil man sie überhaupt nicht verstecken kann. Ja. Hm. Aber war ein schönes Lied. Wen haben wir denn hier eingeladen, sag mal, Jasper? Er ist ausgestiegen. Okay. Ja, hat ja nicht so funktioniert hier. Nee, tut mir leid. Ich bin für Spontanität überhaupt nicht zu haben. Echt? Doch, eigentlich schon. Aber singen ist nicht so mein Ding, leider. Ich würde es zu gern können, aber ich kann es leider nicht, ja. Schade, ja. Hm. Wo hast du denn das mitgekriegt, dass du das kannst mit dem Singen? Also hat das schon immer gut funktioniert? Nein, oder? Nein. Also ich habe bei Familienfeiern. Das ist jetzt so der Klassiker, ne? Bei der Familienfeier vorne an der Tafel gestanden und angefangen, Hänschen klein zu singen. So. Hat jetzt aber, als Kind ist das ja noch was anderes. Ne? Hab dann später das auch versucht, so im Teenie-Alter. Wollte nicht so wirklich klappen. Hab dann mehr so in Richtung Schultheater gemacht, aber gemerkt, dass ich immer mehr eigentlich auch singen möchte. Und habe dann, meine Gesangslehrerin damals hat einen ganz tollen Spruch gehabt. Jeder kann singen lernen, aber nicht jeder ist ein Sänger. Da kommen wir wieder so auch in diese Richtung mit Interpretieren der Lieder. Ja, also, und dann habe ich bei ihr halt Unterricht genommen und da hat sich das dann so über die Zeit rauskristallisiert, dass ich da echt Spaß dran habe und dass ich das in die Bühnenprogramme oder in die Theaterstücke auch mit einbauen konnte. Wie ist denn das so mit Talent? Man braucht ein gewisses Talent oder kann man alles üben? Oder was hast du sozusagen im Laufe deiner letzten 10 Jahre alles so gelernt, was du am Anfang noch nicht konntest? Ist dir was aufgefallen? Ist dir eine Entwicklung aufgefallen? Bestimmt, oder? Also jetzt könnten wir Mario fragen, wie viel Talent hat Herr Schäffler? Da würde jetzt eine Antwort kommen, die würde mich jetzt nicht erfreuen. Nein, das ist tatsächlich schwierig. Ich kann das auch an mir selbst gar nicht so, ich kann mich nicht selbst als Beispiel jetzt da vortragen. Also ja. Weiß jetzt nicht, was jetzt wirklich von dem ist, was ich da mache, was da jetzt Talent von ist oder was ich mir angeeignet habe. Ich kann das wirklich nicht differenzieren. Aber wenn man so Veranstaltungen von früher sieht, so alte Aufnahmen, dann denkt man sich... Und wenn wir diese Aufnahme jetzt in 10 Jahren uns anschauen, dann denken wir, was haben wir denn da gemacht? Ist schwierig. Also ist wirklich, gerade wie du sagst, wenn man sich jetzt alte Aufnahmen ansieht oder eben dann die Aufnahmen in ein paar Jahren, das ist echt schwierig, da zu sagen, oh, ich kann es mir auch generell immer gar nicht so angucken. Ich mag das nicht. Aber ich weiß halt auch, dass sich über die Jahre etwas entwickelt hat, was ich viel auf der Bühne auch gelernt habe, weil die Bühne bleibt die beste Schule. Da zum lernt Beispiel? Was denn? Zum Beispiel Bühnenpräsenz. Das kann man, glaube ich, nicht. Das kann man nicht im stillen Kämmerlein. Kann man das nicht lernen. Das kann stimmt. Einem auch keiner erklären. Wie hast du jetzt Bühnenpräsenz? Hm. Klar, stell dich aufrecht hin, schau nach vorn. Aber das kann auch ganz schnell steif werden. Ja. Ja, und das ist eine Sache, die ich quasi jetzt durch die Bühne auch lernen konnte. Oder mit dem Publikum umzugehen. Hm. Das kann ich auch nicht im Wohnzimmer lernen oder mit den Eltern oder mit wem auch immer. Das muss man wirklich live mitbekommen. Das ist ja auch eine eigenartige Situation auf so einer Bühne. Die ist ja auch nicht ganz so natürlich, obwohl man immer so natürlich wirken soll. Aber diese unnatürliche Situation muss man sich ja erstmal sozusagen natürlich machen. So, also man muss
Man muss sich dran gewöhnen. Und dafür braucht man viel Zeit auf dieser Bühne, glaube ich. Ja, man merkt es ja auch, wenn jemand mal auf die Bühne kommt, weil er irgendwas gewonnen hat oder weil er jetzt aus dem Publikum rausgezogen wird, dass der natürlich total eingeschüchtert ist, derjenige. Ja, wenn er jetzt noch nie auf einer Bühne gestanden hat, ist natürlich auch beeindruckend, wenn da plötzlich ein paar Leute vor einem sitzen, die jetzt genau hinhören, was sagt derjenige, wie sagt er es, wie sieht er aus, gucken dich ja auch an von oben bis unten. Also ist ja auch. Darum bin ich ganz froh, dass ich heute den Tresen hier vor mir habe. Man sieht nicht, dass ich in Unterhose hier sitze. Es gibt die Sicherheit, ja. Genau. Was siehst du? Okay. Ja, spannend, oder? Ein spannender Prozess, den man selber so durchmacht. Ja. Finde ich auch so. Auf jeden Fall. Ja. Es ist eigentlich bei uns Moderatoren gibt es eigentlich kein Geheimnis. Eigentlich gibt es nur zwei Regeln. Und ich habe jetzt mir überlegt, diese zwei Regeln zu verraten in so einem Video-Coaching. Ich biete jetzt Video-Coachings an. Für richtiges Fragen stellen und ich glaube freie Rede. Zählt das heute schon dazu? Nee. Aber ich finde, weil wenn man das selber nämlich macht und ein paar Menschen so ein bisschen trainiert, dann reflektiert man ja auch das, was man so tut und wird da vielleicht auch noch besser mit, hoffentlich. Das heißt, ich würde mich jetzt zu Hause filmen und schicke dir das zu und du sagst mir dann, was ich falsch gemacht habe? Wir treffen uns einfach in so einer Art Videokonferenz und dann gucke ich mal. Das heißt, ich muss meine Webcam, die ich abgeklebt habe, die muss ich dann wieder... Richtig, ja. Ich bin gespannt drauf, ich habe total Lust drauf. Wenn ihr Lust habt, liebes Publikum, ist alles käuflich zu erwerben. Ach ja, es ist irgendwie, man muss halt irgendwie gucken, ne, wie man sozusagen auch zu Einnahmen kommt. Das ist irgendwie nicht so einfach zurzeit. Ne? Wie geht's dir? Du hast so viele Sachen abgesagt. Du bist natürlich irgendwie optimistisch, dass es bald wieder weitergeht. Ich hoffe. Aber wann wird das sein? Ich hoffe, dass es bald weitergeht. Ich weiß das nicht. Wir haben ja nun heute in der Pressemitteilung des Landes Sachsen-Anhalt wurde ja der Plan für Sachsen-Anhalt auch vorgestellt, wo es ja auch um die Lockerungen im Bereich Kultur und Theater geht. Und da hoffe ich einfach drauf, dass wir da jetzt wirklich alle starten und dass vor allem, und das ist ja das Wichtigste, dass die Gäste auch dann zu uns kommen. Dass sie eben jetzt nicht in Angst zu Hause bleiben und sich nicht dort raustrauen, sondern dass sie wirklich auf sich selbst vertrauen, dass sie auf ihre Mitmenschen vertrauen und dass sie auch uns als Theater vertrauen, dass wir da jetzt nicht Schindluder mit diesen ganzen Maßgaben, die es da gibt, eben treiben und einfach nur Hauptsache die Veranstaltung wird jetzt gemacht, sondern dass man da auch wirklich vorsichtig mit umgeht. Aber ich hoffe eben auch auf das Verständnis der Gäste, dass eben nicht alles so ist, wie es vorher war. Dass es eben auch Einschränkungen gibt, auch in der Kultur. Dass es bestimmte Maßgaben gibt. Und die letzte große Hoffnung, die ich habe, dass es natürlich auch Veranstalter gibt, die das jetzt auch angehen. Die jetzt auch sagen, jawohl, ich mache was, ich möchte was machen. Und ich hole jetzt die Künstler ins Boot und ich traue mich jetzt auch mit diesen Auflagen trotzdem Veranstaltungen durchzuführen. Das geht nur gemeinsam, liebes Publikum. Und Sie können sicher sein, dass Sie bei all den künftigen Veranstaltungen auf Gleichgesinnte treffen. Wir gehen alle gut miteinander um und schauen, wie wir durch diese Zeit kommen. Also ich bin auch ganz optimistisch, aber es wird halt doch ein bisschen anders werden und es wird manchmal auch sozusagen finanziell problematisch werden, weil ich hatte letztens die Kammerspiele hier, die sagen, ja, wir wollen auf jeden Fall weitermachen und wir machen ja auch weiter. Und wir wissen aber auch, dass wir eine Vorstellung eigentlich dreimal spielen müssen, um das gleiche Geld reinzubekommen. Ja? Und diese Produktionskosten sind dummerweise immer noch die gleichen. Ja, ja. Aber gemeinsam schaffen wir das. Ja. Gemeinsam mit Ihnen, liebes Publikum, kriegen wir das irgendwie hin und lassen die freie Szene nicht sterben, sondern diese Spendenkampagne gemeinsam für Magdeburg, es tut mir leid, dass ich die jetzt schon wieder erwähne, aber sie ist so wichtig, dass wir all die uns so ans Herz gewachsen ist, über diese Zeit retten können. Das können wir gemeinsam. Diejenigen, die sichere Einkommen haben, die können sich jetzt aktiv beteiligen und einen kleinen Teil spenden. Sie tun es ja für sich. Sie tun es vor allem für sich und für uns und für die Stadt. Und das ist so. Uns fehlt das Publikum. Uns fehlt diese Zeit miteinander. Und das ist so schön. Das ist so wichtig. Und man merkt das ja jetzt, wie uns das eigentlich fehlt. Also wirklich die ganze Kultur. Es ist so trist eigentlich, wenn man das nicht mehr hat. Ne? Ja, das Gute ist natürlich, dass es sowas wie die Livestreams jetzt gibt. Ich habe jetzt, glaube ich, der dritte Livestream, den ich jetzt in dieser Corona-Zeit mitmachen darf. Und ich hatte auch Kollegen, die gesagt haben, Mensch, wie kannst du das jetzt machen? Wie kannst du jetzt plötzlich deine Arbeit kostenlos im Internet zur Verfügung stellen? Und ich muss aber auch hier nochmal ganz klar sagen, das machen wir ja quasi, wie du schon sagst, für alle, die aber auch
andere auf der anderen Seite auch was für uns machen, die was für uns gemacht haben, wie zum Beispiel, die mich jetzt in den vergangenen Jahren wirklich auch begleitet haben. Ich weiß, dass jetzt vor den Geräten habe ich auch schon wieder Nachrichten bekommen, ich sitze heute wieder in der ersten Reihe, ich bin mit dabei oder ich freue mich drauf, und das sind alles Leute, die ich aber auch live im Publikum sehe, die eben auch zu Veranstaltungen kommen und die jetzt natürlich gern zu einer Veranstaltung kommen würden, was aber nicht geht. Also möchte ich jetzt durch diese Zeit natürlich auch ein bisschen helfen, indem ich bei solchen Streams auch mitmache. Und hier ist ja noch der andere Fakt natürlich, dass man auch was Gutes tun kann, indem man eben wirklich für die, für gemeinsam für Magdeburg eben auch spendet. Das stimmt, ich finde das auch. Menschen, die einen begleiten über eine gewisse Zeit, da hat man ja auch eine gewisse Verantwortung oder man möchte da ja auch was zurückgeben. Und das ist so schön zu sehen, dass Menschen sozusagen wirklich zu verschiedenen Veranstaltungen ja mitkommen und dabei sind und sich darauf freuen. Das ist wirklich ein, hätte ich auch nie gedacht, dass das so funktioniert. Das ist irgendwie wirklich ein schönes Gefühl, dass es sowas gibt. Ja, dass auch wirklich mancher auch wirklich hin und her reist, also auch wirklich dahin kommt, wo wir eben gerade sind oder wo ich jetzt gerade bin, irgendwas mache, dass ich dann immer auch die gleichen Gesichter mitunter sehe. Ne, auch viele, die ich jetzt nicht kenne, aber auch viele, die auch dann kommen und sagen, Mensch, ich war doch schon da und da und ich habe dich das erste Mal gesehen oder ich bin schon seit Jahren mit dabei und verfolgt. Das ist einfach schön. Das ist schön zu wissen, dass man oder dass ich jetzt auch mit der Musik, mit dem Theater eben auch ganz viele Menschen erreichen kann, die ich dann, wie ich ja vorhin schon mal kurz sagte, auch aus ihrem Alltag holen kann. Ja. Schön. Ja. Dann nochmal. Lass uns mal unser Publikum aus dem Alltag Ich wäre jetzt für einen Peter Maffay-Song. Ah, du weißt ja schon Bescheid. Das ist also ein schlauer Mann. Ja. Wirklich Wahnsinn. Man, ja. Sonne in der Nacht, Träume sind erwacht. Feuer im Vulkan, wir beide Arm in Arm, Tau auf heißem Sand, nie gesehenes Land, Sonne in der Nacht, was hast du gemacht? Nur für den Augenblick sollte es sein, mehr hab ich nicht von dir gewollt. Jetzt liegst du neben mir, mein Herz in der Hand, und aus dem Augenblick wird ein Leben lang Sonne in der Nacht, Träume sind erwacht. Feuer im Vulkan, wir beide Arm in Arm, Tau auf heißem Sand, nie gesehenes Land, Sonne in der Nacht, was hast du gemacht? Blicke berühren sich ohne ein Wort. Und der Verstand verliert den Verstand. Körper ergeben sich nur dem Gefühl. Kälte und Einsamkeit sind verbannt. Sonne in der Nacht, Träume sind erwacht. Feuer im Vulkan. Wir beide Arm in Arm, Tau auf heißem Sand, nie gesehenes Land, Sonne in der Nacht, was hast du gemacht? Enrico Schäffler und Mario Urbach hier beim Live im Stream im offenen Kanal in der Champagneria. Und wir kommen langsam zum Ende. Wir sind schon
für das Fernsehpublikum sozusagen gleich schon wieder weg. Aber wir werden auf der B-Seite bei YouTube und bei Facebook noch ein bisschen weiter plaudern. Wir haben auch noch eine ganze Liste und hier. Also uns schön gehen lassen dann, ganz entspannt. Ich muss mich entschuldigen, dass ich hier die ganze Zeit an meinem Ohr rumfummle. Ich weiß, das ist immer, ich mag das auch nicht, wenn das, wenn man das auf der Bühne sieht, dass die ganze Zeit hier die Künstler. Na, ihr aber habt ich muss ja, das, ihr habt hab ja das, sonst höre ich nichts, ne, ja, beim Singen, das ist das Problem. Du hast sozusagen, was hörst du denn da über diese Kopfhörer? Radio. Radio, schön. Ich, genau, ja, jetzt Bundesliga läuft wieder, ne, dass ich genau. Nein, also ich höre tatsächlich jetzt hier Klavier und meinen Gesang. Also wäre es in dem Raum zu leise, sonst würde ich das alles nicht so wirklich hören, wie ich es jetzt bräuchte oder wie ich es brauche. Ja. Mario hat gesagt, einatmen und ausatmen, sagt er dir auch noch. Das sagt er mir auch durch, genau, er sagt so, Enrico, jetzt wieder einatmen, jetzt trinkt mal einen Schluck, jetzt ist er jetzt, ja genau, das macht er immer ganz gut. Das stelle ich mir schwierig vor. Ich habe heute das erste Mal mit dem Teleprompter gearbeitet. Das war vielleicht komisch. Mit der Telekom? Nee, mit dem Teleprompter. Mit dem Teleprompter? Ich hatte heute irgendwie so eine Kameraaufzeichnung mit Teleprompter, weil wir, das ist witzig. Ich konnte diesen Teleprompter auch wirklich sozusagen steuern. Da sitzt ja jemand daneben und scrollt sozusagen runter und hoch. Ach, wirklich? Und ich konnte sozusagen gucken, schnell reden, langsam reden. Und der hat immer drauf reagiert. Herrlich. Echt? Da gibt es extra jemanden, der das macht? Tatsächlich. Das läuft nicht automatisch? Nein. Sondern es reagiert wirklich? Es reagiert trotzdem. Wie? Man kennt es ja aus dem Film, ne, dass dann plötzlich derjenige weggeschubst wird und dann gibt man irgendeinen Text ein und derjenige, der dann dort steht, liest es dann so ab. Das könnte der auch machen. Der könnte den Text natürlich noch verarbeiten. Ne? Ja. Und der könnte aber auch schneller scrollen. Das ging ja auch. Dann könnte er mich ärgern. Ja. Gut, dass wir sowas hier nicht haben. Was man alles so lernt. Das kann mir hier mit meinen Blättern nicht passieren. Nee, die sind fix. Das scrollt keiner. Okay, also ich sage schon mal auf Wiedersehen, tschüss und Sie kennen ja jetzt diese Webseite, probieren Sie die ruhig noch ein paar Mal aus. Schön, dass ihr da wart, schön, dass wir diese Stunde mit euch verbringen konnten. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Und wir sehen uns ja bald wieder im Theater in der Grünen Zitadelle auf jeden Fall. Wir kaufen uns jetzt schon Tickets und morgen ist Thorsten Übelhör bei uns zu Gast. 20.30 Uhr im offenen Kanal wieder und bei YouTube und bei Facebook. Thorsten Übelhör ist Cembalist. Er hat einige Produktionen von Sascha Walz in Berlin mitgespielt. Ich habe ihn gehört im Schillertheater in Berlin und er kommt morgen hierher. Und dann reden wir über alte Musik und über die Zeit von damals und über das Cello und überhaupt, Cembalo, ich verwechsel das mal ganz schnell. Wir müssen es auch noch hierher transportieren, aber das wird eine Herausforderung. Also, wenn ihr nichts vorhabt morgen, 20.30 Uhr, schaltet ein, wird gut. Und wir hören jetzt noch einen Song und sehen uns dann gleich im Internet wieder. Alles klar, ich habe mir ein Lied ausgesucht von Helene Fischer. Kann man erstmal sagen, oh Gott. Aber du hast gesagt, du magst Schlager? Niemand ist perfekt. Ja, nein, alles gut. Und ich mag dieses Lied einfach von der Aussage her. Und viele, die natürlich jetzt auch... Sie wird unterschätzt, oder? Nee, das noch nicht mal. Aber man macht sie... Nee, aber die Damen und Herren, die von Musik viel Ahnung haben, das sind wirklich viele, die auch wahnsinnig hoch studiert sind, die mögen halt die Musik. Und es gibt Geschmäcker sind verschieden. Sagen wir so, wie es ist. Jeder hat einen anderen Geschmack. Ach. Punkt, aus, Ende. Aber bei dem Lied... muss ich sagen, hört man jetzt nicht unbedingt atemlos durch die Nacht raus. Und das jetzt sind wir aber wirklich gespannt. Ja, ich auch. Komm, dreh die Musik ganz laut. Ich reiß die Fenster auf. Wir lassen das Leben rein. Die Sonne kommt grad raus. Die Welt dreht sich für dich und mich. Doch heut geht's um uns zwei. Wir fühlen uns so leicht und umarmen die Liebe. Mit dir will ich noch höher fliegen, wir zwei. Nur du und ich, das ist unser Tag, der perfekte Tag, der allerbeste Augenblick, denn jedes Wunder wird auf einmal wahr, das ist unser Tag. Willst du wissen, ob ich glücklich bin, dann frag. Ich sage ja.
Mach alle Türen auf, der Himmel ist so klar. Die Stadt liegt hinter uns, nie warst du mir so nah. Die Welt dreht sich für dich und mich, doch heute geht's um uns zwei. Ich fühl so viel Leben, komm, lass uns jetzt lieben. Mit dir will ich noch höher fliegen, wir zwei. Nur du und ich, das ist unser Tag, der perfekte Tag, der allerbeste Augenblick. Denn jedes Wunder wird auf einmal wahr. Das ist unser Tag. Keine Frage, ob ich glücklich bin. Ich sage ja. Ich wünschte, ich könnte die Zeit anhalten, den Moment in mir behalten. Ganz nah, wenn jetzt die Pianisten böse angucken, ne? Hatten wir ja die Stelle schon gehabt. Marius, tut mir leid. Machen einfach den Refrain nochmal. Was hältst du davon? Oder so. Ich finde, das war jetzt der perfekte Moment, Wahrer. Wo man zeigen kann, dass der Sänger einfach mal den Pianisten böse angucken musste. Das stimmt. Und das Schöne ist, du hast ja auf dem Punkt sozusagen so gesungen, dass wir im Fernsehen draußen waren. Wirklich? Ja. Haben wir es geschafft? Aber genau, ich muss sagen, er konnte auf die Sekunde und jetzt wirklich noch im Internet dafür. Sind. Ich hab gepennt. Ich habe einfach gepennt. Ich war jetzt so in diesem unser Tag-Gefühl, in diesem Mut, dass ich einfach vergessen habe, wie es jetzt weitergeht. Ja? Da konnte mir auch hier nichts mehr helfen. Nichts helfen, ja. Da war blöde ich raus. Situation, oder? Richtig, was macht man denn dann eigentlich? Man guckt den Pianisten böse an. Hast du doch vorhin mit dem Gitarre. Man guckt dich an und dann kann er sich nicht mehr wehren. Er sitzt dann da und guckt, er versucht mich noch zu retten. Ja. Guckt freundlich und denkt sich eigentlich, ey Schäffler, du blöder Hund. Aber mir wäre es gar nicht so aufgefallen und vielleicht dem Publikum auch nicht. Wenn ich es nicht gesagt hätte. Ja, wenn du es nicht gesagt hättest. Ja, aber ich denke gerade heute, wenn wir hier so schön beieinander sitzen, muss man das auch mal aufklären. Ne? Da muss man auch mal wirklich sagen, wenn es schiefgelaufen ist, damit man als Publikum das nächste Mal, wenn man im Live-Konzert sitzt, die Sachen vielleicht auch besser durchblicken kann. Ja, ich finde, man möchte ja auch nicht immer das Perfekte auf der Bühne haben, oder? Möchte man das? Ich weiß es nicht. Also bei manchen Shows vielleicht schon, aber ich finde auch so, das etwas Unperfekte ist auch ganz sympathisch. So. Mir geht das meistens so. Ja. Oder? Ja, also ich muss es unterscheiden. Wenn ich selber ein Programm mache, dann möchte ich schon, dass das auch auf dem Punkt ist. Dann möchte ich schon, dass das funktioniert und dass es quasi perfekt ist. Wenn ich mir ein Programm ansehe, dann finde ich es tatsächlich auch lustiger und schöner, wenn mal was schief geht. Also vermutlich ist es dann sogar besser. Nein, aber anders gesagt, auch wenn man es perfekt haben möchte, kann trotzdem noch genug schief gehen. Also ich finde, jetzt so Sachen einbauen, die schief gehen, das kann auch nicht immer gut gehen. Nein, ich mache die Fehler ja auch nicht absichtlich. Die passieren halt einfach so. Eben. Ja, genau. Aber du möchtest ja erstmal, dass es perfekt ist. Du gehst ja nicht an die Sache ran und sagst, oh, Mal gucken, was passiert. Genau das. Aber vieles kann man gar nicht so richtig planen. Ich habe ja oft Veranstaltungen mit so Gästen, Interviewgästen, die jetzt nicht unbedingt gewohnt sind, interviewt zu werden. Aber die haben trotzdem was zu erzählen und dann muss man halt schauen, wie sich das so entwickelt, dieser Abend. Ich kann das gar nicht so richtig planen, sondern ich muss immer so ein bisschen gucken, wie tickt der Gast, worüber kann er erzählen, worüber möchte er erzählen oder was fällt ihr leicht, was fällt ihr nicht so leicht und dann muss ich halt schauen, wie tickt das Publikum, wie ist das jetzt gerade drauf, hat es gerade Lust oder nicht so viel Lust oder muss es erst noch sozusagen eingeführt werden oder ja, weiß ich auch nicht. Deswegen, klar, man hat so ein gewisses Konstrukt im Kopf und da hangle ich mich auch so ein bisschen durch, aber man muss sehr viel die Situation vor Ort integrieren. Ist ja für mich heute auch eigentlich ungewohnt, weil eigentlich ist es sonst, wenn ich mal eine Veranstaltung habe, wie wir unsere Konzerte machen und wir haben einen Gast im Konzert, bin ich ja eigentlich in der Position, die Fragen zu stellen. Also viel angenehmer, oder? Also mir geht's so. Wirklich? Viel einfacher. Hättest du es andersrum, magst du nicht so? Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Das kann man ja auch im Griff haben, so ein bisschen. Aber ich finde es irgendwie besser, wenn ich das im Griff habe. Was gefällt dir nicht, wenn es andersrum? Also, dass du einfach nicht die Handhabe hast, oder? Naja, es kommt darauf an, in welcher Situation man welche Fragen gestellt bekommt. Ne? Also manchmal kann man ja auch sagen, egal, die Frage. Ne? Ich meine,
ich antworte eigentlich einfach das, was ich will. Das geht natürlich auch. Aber kannst du auf der Bühne das für dich wirklich unterscheiden, ob du jetzt jemand bist, der die Fragen stellt oder der die Fragen beantworten muss? Ja, klar. Ich finde, als Interviewer, wenn du die Fragen stellst, musst du ja sozusagen, du musst die Zeit im Blick haben, du musst sozusagen das Tempo im Blick haben, du musst sozusagen die Unterhaltung im Blick haben, du musst ja sozusagen Geschwindigkeiten aufbauen oder auch mal sein lassen. Das schwingt ja alles so im Kopf mit so. Und wenn ich mich jetzt sozusagen fragen lasse, dann kann ich mich ja ganz entspannt eigentlich so zurücklegen und einfach antworten und hoffen, dass mir eine gute, witzige Antwort einfällt. Ja. Und bereitest du dich dann so vor, dass du quasi dir die Fragen vorher ausdenkst? Ändern wir jetzt gerade die Rollen, ja? Ich wollte mal wissen, wann du es unterbrichst. Ja, ich wollte es tatsächlich jetzt mal. Also letzte Minute war es ja quasi jetzt andersrum. Ja. Und? Wie hast du dich dabei gefühlt? Ich habe dich gelassen. Wie hast du dich dabei gefühlt? Aber ich hatte es ja trotzdem noch im Griff. Nein. Es macht einfach Spaß. Nein, das ist alles wunderbar. Ja. Ja, ich mag schon beide Rollen, aber es ist anders. Es ist anders, wenn man selber so die Dramaturgie theoretisch im Griff haben kann, wenn man das möchte, oder wenn man sich diesem Format hingeben muss, finde ich. Ja, ich finde es auch anders. Also ich finde es zum Beispiel entspannter, herzukommen, zu wissen, wir haben uns die Lieder ausgesucht, wir gucken mal, wie viel wir davon schaffen, ja, und den Rest überlasse ich dir. Du führst uns durch dieses Programm quasi. Ja. Also finde ich entspannter, als wenn ich es jetzt hätte vorbereiten müssen. Siehste? Aha, gut. Gucke. Naja, vielleicht habe ich das einfach mehr geübt, ja, dieses Fragen stellen. Vielleicht deswegen fühlt mir das einfacher. Mhm. Oder auch nicht. Naja, manchmal hat man einen guten Tag, manchmal hat man einen schlechten Tag. Ne? Manchmal vergisst man bei einem Lied, was man schon über Jahre singt, dass da jetzt die Bridge kommt. Mhm. Ging mir letztens bei einer Rede auch so. Hast du die Bridge vergessen? Ich habe nicht die Bridge vergessen. Ich habe irgendwie eine Passage so umgeändert, dass ich dachte, was erzähle ich denn hier? Ich habe das einfach zu oft erzählt. Glaube ich. Sehr unangenehm. Aber es ging dann trotzdem. Das kann Mario nicht passieren. Das kann Mario, doch klar, Mario kann sich ja auch verspielen. Aber ist gar nicht passiert heute Abend. Was ist passiert? Was ist los? Hast du geübt oder was? So, du hast doch heimlich geübt. Das ist das Schöne hier, wir üben eigentlich nie. Das ist wirklich angenehm. Ich könnte mir das immer gar nicht merken. Ihr müsst euch ja sozusagen Abläufe merken. Auch gerade im Theater, ne? Ihr müsst auch schauen, ja, wie sozusagen die, oder wann ihr sozusagen dann einspringt und wo das Ende ist von dem Mitspieler und so weiter. Ja, du musst quasi auch das deiner Kollegen alles mitlernen. Ja, richtig, genau. Ja. Ja, um auch mal zu helfen, falls auch mal wer auf der Bühne eben hängen bleibt, dass man trotzdem wieder einsteigen kann. Das ist ja auch wichtig. Man kann hinter der Bühne, wenn man weiß, man hat genug Zeit, natürlich immer noch mal nachlesen, was kommt denn jetzt. Mhm. Aber wenn du Sachen auch über Jahre gemacht hast, dann, also unser Herricht und Preil Nachmittag oder Abend, den wir auch in der Zitadelle spielen, da sind wir nur zu zweit auf der Bühne. Wir wissen, wir haben beide 80 Seiten Text dafür gelernt und da sind wir aber allein. Und wir können auch die Zeit dann nicht von der Bühne gehen, um mal nachzulesen. Das muss drin sein. Ja? Ja. Und das ist aber jetzt, spielen wir jetzt seit, also im Oktober werden es 6 Jahre. Das ist dann auch irgendwann drin, dass man die Sketche. Also klar, wir treffen uns zwar trotzdem vorher, gehen die Texte vorsichtshalber nochmal durch. Macht ihr tatsächlich jetzt ja, mal? Also ja, bei Herricht und Preil auf alle Fälle, weil das muss auf den Punkt kommen. Mhm. Manchmal weiß das Publikum, die rufen die Pointen schon rein. Ja, so, dann wäre es natürlich doof, wenn wir es nicht wüssten, was jetzt kommt. Ja, und das gehen wir wirklich vorher immer nochmal durch. Ja. Mhm. Krass, interessant, spannend. Und naja, aber könnt ihr auch sozusagen mitten in der Mitte anfangen oder muss es sozusagen so gedanklich durchlaufen? Weil das stelle ich mir immer schwer vor, wenn man einfach irgendwo einsteigen müsste. Ja, das ist dann dieser Fall von der Kollege weiß jetzt gerade nicht weiter oder der Kollege ist gesprungen, hatten wir auch schon, dass ein Kollege mal so 3 Seiten gesprungen ist einfach und dass dann alle anderen auf der Bühne kurz, nein. Ja, was macht der da? Und dann aber doch den Einsatz wieder gefunden. Klar, passiert einfach. Muss man auch mal mittendrin einsteigen. Herrlich. Würdest du Menschen raten, diesen Beruf zu wählen? Auf die Bühne zu gehen, Schauspieler zu werden, Sänger zu werden? Wirklich nur, wenn man es auch wirklich will. Das ist ein Beruf, den du auch wirklich machen willst, wo du das Gefühl haben musst, ich will das jetzt wirklich. Ich kann nichts anderes machen. Ich kann mich jetzt nicht in irgendeinem anderen Berufszweig wohlfühlen. Ja. Ich muss auf die Bühne. Dann würde ich es natürlich auch jedem raten, das in einer professionellen Richtung einzuschlagen. Was gehört denn zu diesem Beruf dazu? Weil oftmals sieht man ja immer eine gewisse Rolle, die einen Beruf ausmacht. Aber die Aufgaben dahinter, die sieht man nicht unbedingt. Was gehört zu deinem Beruf dazu? Was sind so Aufgaben? Wie sieht dein Alltag aus? Schade, die hätten wir vorhin schon stellen können, diese Frage. Hättest du dich mal besser vorbereitet. Ja, genau. Was gehört dazu? Also auf alle Fälle, gehen wir mal von den Theaterstücken aus. Das ist ja wirklich nun für jede Sache auch was ganz anderes. Also bei Theaterstücken ist es so, du musst natürlich deinen Text können.
Grundvoraussetzung. Eigentlich schon zu Probenbeginn musst du wissen, was hast du wann zu sagen. Und dann kannst du dich auch wirklich auf die Rolle einlassen. Mhm. Musst dich mit deiner Rolle beschäftigen. Du musst Sachen dir, du musst aus deinem Textbuch herauslesen können, wo kommt diese Figur her? Was hat sie in ihrem Leben schon erlebt? Warum macht sie jetzt das an den bestimmten Stellen, um es eben in deine Rolle einfließen zu lassen? Dann hast du die Proben vorher. Dann gibt es noch Kostümproben. Du bist also Proben. Das ist ganz, ganz wichtig und gehört einfach dazu, weil man eben Theater selten allein spielt. Und auch dann muss man bei Einmannstücken auch ganz viel proben. Weil es muss eigentlich, wenn du auf die Bühne gehst vor Publikum, muss alles klar sein. So. Das gehört da dazu. Wenn du jetzt hier Lieder singst, musst du natürlich auch die Lieder üben. Du musst wissen, was du da singst. Wenn du sie interpretieren möchtest, musst du dich auch hiervon lösen können. Auch wenn es mal eine schöne Hilfe ist, aber eigentlich muss ich wissen, wann die Bridge kommt. Theoretisch. Da musst du auch hängt ganz viel Gesangstraining dran, ganz viel Gesangsunterricht, da hängt ganz viel Geld dran, was auch ausgegeben wird, um sich eben dann über einen Coach quasi noch fortzubilden. Mhm. Was auch immer, wenn man jetzt einen Preis aufruft bei einer Veranstaltung, wo der Veranstalter sagt, oh mein Gott, wie kommt denn das zustande? Man braucht Equipment. Also wenn Mario sein Piano, muss er sich ja auch zulegen, wenn er damit musizieren möchte. Du brauchst Technik. Da ist schon eine Menge. Man muss, wenn ich habe jetzt kein Management, ich mache meine Verträge auch selber. Also ich verhandle auch mit den Veranstaltern. Ich komme mit ihnen ins Gespräch. Ich pflege mein Publikum, was mich anschreibt, was auch privat manchmal mich anschreibt, antworte ich natürlich auch drauf und möchte es nicht so ab. Es ist ja auch in einem Rahmen, sage ich mal, den man noch beantworten kann. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da überfordert mit bin oder so. Also hängt schon eine Menge mit dran. Mhm. Aber schön, ne? Schön vielseitig und kreativ, aber ja. Man muss auch viel mehr machen, als man das so denkt vielleicht so, ne? Wenn man das auf der Bühne sieht. Das sieht ja immer so schön leicht aus und so ja. Soll es ja auch sein. Ne? Ja. Und du darfst keinen vergessen. Also du musst auch, wenn du auf der Bühne stehst, natürlich darfst du natürlich auch nicht, also du darfst nicht den Fehler machen, jemanden zu vergessen. Das ist auch ganz wichtig. Das nimmt einen. Wie zum Beispiel unsere Kameraleute, die man nicht sieht, genau. Weil sie hinter der Kamera stehen. Oder den Regisseur. Also ist das, bist du Regisseur, Jasper, oder bist du, Regisseur klingt gut, ne? Ja, aber ich finde es wirklich wichtig, dass man sein Team auch einfach wirklich nie vergisst. Die hängen alle mit im Boot, ja. Unbedingt, tatsächlich, ja. Oder wie du vorhin natürlich auch die Damen und Herren vor dem Bildschirm, mit denen du heute Morgen schon zu tun hattest, sie eben auch nicht vergessen hast. Ja, richtig. Ach ja, wir sind einfach so herzlich. Weiterreden. Wir könnten noch Stunden weiterreden, machen wir auch. aber einen Song hören wir noch zum Abschluss und dann wünschen wir uns allen einen schönen Abend, würde ich sagen, oder? Was haben wir denn? Möchtest du noch was singen, bestimmt, oder? Ja, ich überlege gerade. Oder wollen Mario wir noch mehr sich einen aussuchen? Hm? Mario, möchtest du dir einen aussuchen? Einen flotten. Was weiß ich nicht. Also wir haben jetzt noch vielen Dank. Mario sucht sich einen aus und was machst du? Du bestimmst. So ist das. Überrasch mich mal bitte. Überrasch mich mal. Hau rein. Das ist vor allem auch so ein Lied, wo ich einfach warten kann, er spielt weiter. Und irgendwann einsteige. Ne? Als Mann der Tat ist man beim Chef gut angeschrieben. Da machte ich mich an die Sekretärin ran. Das Problem war, ich bin noch wach geblieben, denn an der Uhr ist der Mann der erste Mann. Er rief mich zu sich und er sagte, Sie verstehen wohl, das wäre ja schrecklich, wenn wir Sie bei uns verlieren. Ich weiß auch nicht, wie es ohne Sie hier weitergehen soll. Doch wollen wir das ab nächsten ersten Mal probieren? Hm? Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Manchmal spielt das Leben mit dir gern Katz und Maus. Immer wird's das geben, einer, der trickst dich aus. Vielen Dank für die Blumen. Ja, vielen Dank, wie lieb von dir. Ich sah die schönste Frau, die jemals mich betört hat und dachte, Mann, was hast du wieder für ein Glück. Ich wusste, dass sie mich im Stillen schon erhört hat und dachte mir, Mann, was hast du wieder für ein Glück.
Ich wusste ganz genau, dass diesmal alles klar war. Sie schlug die Augen zu mir auf und sagte dann: Du bist der tollste Mann, der für mich jemals da war. Ich heiße Dieter und mit dir fang ich was an. Vielen Dank für die Blumen, vielen Dank, wie lieb von dir. Manchmal spielt das Leben mit dir gern Katz und Maus, immer wird's das geben, eine, die trickst dich aus. Vielen Dank für die Blumen, vielen Dank, wie lieb von dir. Es blühen rote Rosen und sind nur Souvenir. Es blühen die Mimosen wie ein Lächeln von dir. Es blühen Herbstzeitlosen, sagen tröstend zu mir: Was macht das schon, wenn ich einmal verliere? Oh, vielen Dank für die Blumen, ja, vielen Dank, wie lieb von dir. Oh ja! Schönes Lied. Wunderbar. Ja, also schönen Abend einer noch miteinander. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass Dankeschön. Wir ein bisschen sozusagen mit euch plaudern konnten, ein bisschen euch Vielen zuhören Dank. Konnten. Wir freuen uns, wenn wir euch wiedersehen in der Grünen Zitadelle hier in Magdeburg. Das ist ja fußläufig von uns entfernt. Und bis bald, vielleicht bis morgen 20:30 Uhr mit unserem Cembalisten Thorsten Übelhör. Schönen Abend.